Damit Servus und herzlich willkommen zum dieswöchigen Tavernbrawl. Diesmal ist es Kampf der Champions Runde 1. Theoretisch würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen, dass die nächsten Tavernbrawls Folgerung von diesem werden. Runde 2, Runde 3 etc. pp. Als Belohnung gibt es ein Klassekartenpack. Und wir schauen mal weiter. Willkommen zu Rastakans Saison. Wählt einen Troll-Champion und wir geben euch das dazugehörige Deck und den Schrein der Woche. Wessen Lore ist der stärkste? Gut, ich habe keine Ahnung. Ich mag eigentlich hier diesen legendären Troll, der ist ja ganz cool, der wandelt ja Leben in Rüstung um. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, was hier mit den... Wir nehmen den Hexenmeister einfach mal. Was die Schreine genau bei welcher Klasse alles bewirkt haben, bin ich mir gerade echt unsicher. Aber ich glaube, der Hexenmeister hat mir mit am besten gefallen gehabt. Jacklik gegen Sul'jin. Sul'jin wird euch begraben. Alles klar, Sul'jin, dann gucken wir da mal. Oh, für 6 Leben ist natürlich super nice. Die können wir auch im Todesröcheln. Ja, machen wir einfach mal. Behalten wir auch. Einfach mal gucken, was hier ergibt. Ist in Ordnung. 0-10er, was haben wir denn? Eure Zauber kosten Leben statt Mana, ist in Ordnung. Ach, warte mal, ich glaube, den kosten seine auch nur Leben statt Mana, oder? Kann das sein? Jedes Mal, wenn ihr ein Wild hier herbeiruft, erhaltet Eifer, Spott und Giftig. Das ist nicht so schön. Würde auf jeden Fall einen schlechten Tausch machen, aber dem müsste er theoretisch traden. Wobei, er kann ja auch mit dem Saurier in meinen Schrein rein. Genau. Jeder hat seine Dämonen. So, verleiht ein 1-1 mal 2 sind 2-2 schon mal. Für ein paar Leben. Machen wir das Ganze doch schon mal so hier. Hä? Können wir unsere Dämonen schon mal ein bisschen pimpen hier? So, dann gucken wir da mal. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Erhält einen Angriff für jeden Schadenspunkt, den er hält. In diesem Zug erlitten hat. Der ist natürlich jetzt nicht ganz so schön. Ich komme aus der Leere. So, okay, passiert nichts. Ich gehe mal davon aus, es wird eine Sprengfalle sein. Das ist natürlich super nice. Faszinierend. Okay. Bam, bam, bam. Entfesselt mich. Ich kehre in die Leere zurück. So, und ich überlege, machen wir schon mal was kaputt? Ja, machen wir einfach mal. Damit er mich jetzt so direkt nicht angreifen kann, da. Schade, es wäre ein ganzer 4-8er geworden. Naja, mal gucken. Eventuell jetzt muss ich langsam nicht mehr ganz so risky spielen.
Okay. Ah nee, wartet mal, das können wir auch anders machen. Machen wir so, machen wir so. Und so kaputt. Ja, ich glaube, das wird noch was. Da bin ich mir ganz, ganz doll sicher. Ja, okay, das war nichts, mein Freund. Okay. Wie freundlich von euch. Kommt nächste Woche wieder für eine neue Herausforderung. Gut, wir sollen nächste Woche nochmal wiederkommen, aber wir erhalten unser Klassik-Karten-Pack. Oh, schön. Eine der letzten Ahnen-Quests hier fertig mit den 25 Zügen. So, ich muss noch dreimal einen Kartenkauf spielen und nochmal einmal gewinnen. Sehr schön. So, wir öffnen jetzt aber erst nochmal eine Kartenpackung, würde ich behaupten. Oh, wow, 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 wow. Luxor, so a little bit concentration, please. So, los, hier ist eine Kartenpack. Uff. Wird eh nur Müll drin sein, gehe ich mal von aus. Oh, immer ein epischer Müll und in golden. Super nice. Weiß ich gar nicht, ob ich die schon in Gold habe. Ja, das war's mit dem dieswöchigen Tavernbrawl. Sollte es euch gefallen haben, lasst es mich gerne wissen. Solltet ihr konstruktive Kritik zum Äußern haben, auch sehr gerne. Ups, was mache ich denn hier? Ja, damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wiederschauen, reingehauen, bye bye.